Die Wiederbelebung von Esskastanien- oder Maroni-Kulturen läuft in verschiedenen Teilen Europas. Das ist sehr angesagt. Wir merken jetzt, wir müssen uns auf lokale Produktion besinnen, mit der ja, Selbstzerstörung von Wirtschaft in Europa werden wir nicht mehr einfach ja, von anderen Teilen der Welt leben können. Und die Esskastanie ist halt eine Kultur, die, wo man aus lokalen Ressourcen ohne externe Energie und auch mit ja, eigenen Mitteln hochwertige Nahrung in großen Mengen produzieren kann. Und diese Wiederbelebung zeige ich hier an einem Beispiel in der Zentralschweiz. Ein wichtiger Hinweis. Um die Wiederholung der katastrophalen Zerstörung alter Bestände zu vermeiden, sollten nur die gegen diese Pilzerkrankung resistenten Züchtungen zwischen der chinesischen Esskastanie, China ist der Ursprung dieser Krankheit, und der amerikanischen Esskastanie gepflanzt werden. Das geht auch mit guten Sämlingen, es muss nicht gepfropft werden. Ja, bitte auch direkte Saat im Gelände in Erwägung ziehen. Das dauert zwar deutlich länger, aber die Bäume passen dann da auch hin. Ich bin hier in der Schweiz, oberhalb vom Zuger See im Großraum Luzern. Und man hat hier ein Esskastanienprojekt. Und damit wird die Wiederbelebung der Esskastanienkultur hier betrieben. Und hier sieht man jetzt die Esskastanien. Viele sind neu gepflanzt worden. Hier auch ein sehr, sehr großer Baum. Und das Schöne dabei ist, es weiden die Kühe dazwischen. Ja, jetzt sind wir hier ein bisschen näher dran und hier sieht man halt die Kühe, die grasen hier zwischen den Esskastanienpflanzungen. Hinten im Hintergrund ein großer Baum und hier oben wird gegrast und die eine der Kühe war gerade auch dabei, ein paar Blätter von der Esskastanie abzufressen. Man sieht den Verbissschutz an den Esskastanien, aber sobald die groß sind, können sie natürlich an die Blätter rangehen. Und das ist hier eine schöne Kombination, weil um mit Esskastanien gute Erträge zu haben, ist es nötig, da einfach organischen Dünger auch einzubringen. Das, was ich hier schade finde, dass das jetzt auch alles Esskastanie ist und ich habe eigentlich eher gerne Mischkulturen. Und hier vorne hinter mir sieht man, gut, hier am Rand sind Apfelbäume und dort sieht man auch, dass sich da ein Walnusssämling ausgesät hat und man scheint ihn wachsen zu lassen. Der ist schon relativ groß. Also von daher ergibt sich dann doch hier etwas eine Mischkultur. Das ist ja hier auch nur ein Hektar Gelände. Das ist jetzt nicht so groß. Da drüber ist Wald, darunter ist hier eine Streuobstwiese mit Weide. Und das ist ein tolles Projekt. Ich bin begeistert, dass das weitergeht. Anknüpfen an die alten, erfolgreichen Traditionen. Ja, jetzt. Ja, hier sind wir jetzt mal nah dran an einem der großen Bäume. Und wie man sieht, sind hier mächtig Früchte dran. Das ist auch hier überall alles voll, ganz hoch. Und dieser Baum hier, man sieht da hinten den Stamm vielleicht so ein bisschen. Ich schätze den auf etwa 150 Jahre Alter ein. Und hier hat man an der Seite auch dann die neuen Bäume im Hintergrund. Man sieht sie da so ein bisschen zwischendrin. Und die brauchen noch eine Zeit, aber auch die kleineren, die jetzt so schätzungsweise 10, 15 Jahre alt sind, da, die tragen auch schon Früchte und können das dann für hunderte von Jahren machen. Die Bäume bilden oft so viele Stämme, wie das hier vorne der gemacht hat. Und da sind auch viele Früchte dran. Also die breiten sich dann so aus, dass halt die ja, neuen Bäume sich
quasi selber bilden. Und dann kann das über nicht nur hunderte von Jahren, was die sowieso können, sondern auch über tausende von Jahren Frucht geben, weil die Bäume sich immer wieder weiter verbreiten. Ja, so viel hier aus der wunderschönen Schweiz. Ich gucke noch mal, ob ich so ein Bild hier kriege. Aber das ist mit der Belichtung, die Sonne kommt von der Seite, die hohen Berge hinten kriege ich leider nicht rein. Aber hier ist es auch schon ganz schön steil und ich mache mich mal an den Abstieg. Danke. Ja, hier. Ja, soweit zu dieser wunderbaren Iskastanienkultur am Zuger See. Und ja, Iskastanienkultur ist natürlich was für Menschen, die auch Gelände haben. Es ist schon auch ein Kostenaufwand, solche Bäume zu kaufen. Was aber alle machen können, ist, die Walnussbäume zu verbreiten. Es wachsen ganz, ganz viele Sämlinge. Die Eichhörnchen sind halt mit Vorsorge besser als viele Menschen. Und das hat halt dazu geführt, dass halt überall die Sämlinge jetzt auch abgeschnitten werden. Und man kann die nicht sich an der Stelle nicht entwickeln können, dann halt dort ausbuddeln und an Stellen bringen, wo sie sich entwickeln können. Da muss man sie für ein paar Jahre auch mal so freischneiden, damit sie nicht überwuchert werden. Und so kann es dann auch sehr viel mehr Walnussbäume geben, auch hervorragende Nahrung, super einfach zu machen. Und davon sollte es viel mehr geben. Und diese Sämlinge haben meistens auch halbwegs vernünftige Früchte. Für Kulturen kann man natürlich dann ganz großfrüchtige Züchtungen einsetzen. Ja, vielen Dank für das Interesse. Und damit ist dieser Überblick beendet. Tschüss. Ciao.